und herzlich willkommen zurück. Direkt in einem Kampf. Ich war... Oh Gott. Ich habe mich ja 2 Wochen nicht mehr aufgenommen. Ja, könnt hinkommen. Und werde direkt in den Kampf reingeschmissen. Scheiß Vergangenheitskater. Das ist doch nicht wahr. Diese olle Kanalratte packt mich immer in die ungünstigsten Situationen. Verdammt aber auch. Mann. Immer diese Sandleute. Lass uns das schnell erledigen. Und die Viecher stehen da fröhlich in der Gegend rum. Das stört die scheinbar ja nicht. Ah, okay. Ich muss hier gerade ein bisschen zusammenreiben, was wir als nächstes machen müssen. Als allererstes muss ich sagen, müssen wir die Viecher locken? Als allererstes, und ich hoffe, es kommen jetzt keine Sandleute während... Habe ich Pause? Ja. Ich klicke mal auf Pause. Ich muss gerade was erklären. Die Folgen werden in nächster Zeit... Ja, ich sollte aufhören, wie wild hin und her zu packen. Ja, die Folgen werden in nächster Zeit leider recht kurz werden. Ich kann leider in der nächsten Zeit keine längeren Videos mehr als 15 Minuten machen. Das liegt daran, dass irgend so ein Spaßvogel meinte, eine Folge von Conker's Bad Fur Day zu melden. Und da dieses Spiel ja nicht gerade zimperlich ist, meinte YouTube dann, dass dieses Spiel nicht der Community-Richtlinie nicht angemessen ist. Deshalb habe ich einen Strike bekommen. Und deswegen ist Conker's Bad Fur Day auch nicht mehr zu finden auf meinem Kanal, denn ich habe das sicherheitshalber einfach runtergekickt, weil ich einfach so, so gebufft von diesem Strike war, weil ich das einfach nicht verstehen konnte, dass es mir zu kriminell war, dass zu konfus war, das noch weiterhin auf dem Kanal zu halten. Das heißt aber auch damit, dass ich, wie gesagt, erstmal nur noch die 15-Minuten-Videos machen kann. War eine riesen Gaudi, die vorproduzierten 20-Minuten-Videos irgendwie umzuschneiden. Und ja, aber reden wir nicht lange. Wir haben ja nur 15 Minuten pro Folge, deswegen fangen wir direkt an. Können wir die... Ah, die folgen uns gut. Achuta. Verzeiht mir, wenn ich jetzt noch ein bisschen erstmal reinkommen muss, gucken muss, was wir machen müssen. Aber ich glaube, ich habe ungefähr eine Ahnung. Macht euch keine Sorgen, ich bin bereit. So groß kann er gar nichts machen. Ach, wie putzelig. Armes Ding. Die bleiben doch... Dass die so stehen bleiben. Danke, wir haben getan, was getan werden musste. Ich höre doch Sandleute im Hintergrund schnattern. So, wo ist die? Ja, ja. Überreste. Können wir da was mitnehmen? Was? Was macht die? Holt die jetzt die Eingeweide raus? Oh. Was denn? Was? Hä? Haben wir jetzt irgendwas bekommen? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Vor allem war hier nicht mal irgendwo eine Leiste. Das ist echt Katastrophe hier. Also meine Art aufzunehmen ist echt für den Arsch. Aber ich bin ja schon mal froh, dass ich dieses Spiel überhaupt irgendwie aufnehmen kann. Das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe.
durchkauter Mensch. Miam, 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 miam. Miam, miam. Wollt ihr auch mal ein bisschen dran lecken? Oh nein, das waren Jedi-Meister. Robe eines Jedi-Meisters. Och. Hm. Armer Mensch. Geröll. Warte mal. Haben wir nicht irgendwen gesucht? Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Verdammt, ich sollte mal in meine eigenen Let's Plays reingucken. Aber wer macht denn sowas? Also, ich meine, wer guckt hier den Mist überhaupt? was wollte ich denn? Ach ja. Jedi-Robe. Oh ne. Sieht nicht anders aus, oder? Naja, aber jetzt können wir doch der lieben Frau hier eine Jedi-Robe geben. Weil sie ja die größte Jedi aller Zeiten ist. So tut sie zumindest jedes Mal. Dann bekommt die arme Frau auch mal eine Jedi-Robe. Ich frage mich eh, warum die kein Jedi-Gewand hat. Wahrscheinlich ist das für sie viel zu Mainstream. Sie ist da zu sehr Hipster, als dass sie das tragen würde. So. Ach, ich laufe hier von einem Stück zum nächsten und ignoriere Holocron. Ich frage mich, was man damit machen kann. Ich ignoriere die Sternkarte völlig. Ich habe die gerade wirklich überhaupt nicht gesehen. Ich dachte schon, ach, hier ist ja nicht groß was. Müssen wir wieder umkehren. Aber dann gucken wir uns die natürlich an. Yeah. Vor allem die ist so ungeschützt. Denkt noch jemand, dass wir diese Sternenkarte rein zufällig im hintersten Winkel der Höhle eines Krayt-Drachen entdeckt haben? Die Sternenkarte ist ein Artefakt der dunklen Seite. Möglicherweise hat sie den Krayt-Drachen angelockt und versklavt. Verschwinden wir. Die Sternenkarte haben wir. Und ich glaube nicht, dass es auf diesem Planeten sonst noch was zu sehen gibt. Okay. Sollen wir die jetzt einfach so stehen lassen? Was war das? Ah, können wir die zuklappen? Klar, lassen wir die einfach hier stehen. Ich bin dafür, dass Bastila hier bleibt und auf die Karte aufpasst. Da bin ich sehr, sehr dafür. Wir brauchen hier doch nichts mehr, oder? Warte mal, wie ging das denn nochmal? Wie jetzt? Och, ey. Müssen wir zu Fuß zu... Das war vorher noch nicht da, oder? Das sind keine Steine, oder? Bitte lass es Steine sein. Bitte lass... Nein. Oh. Juhu. Das muss man euch lassen. Ihr habt mich zu einer ganz schönen Jagd gezwungen. Aber am Ende entkommt mir keiner. Ihr hattet Glück auf Taris. Der Angriff der Sith ersparte euch einen schnellen und grausamen Tod. Aber diesmal werden mir die Sith nicht in die Quere kommen. Ich würde gern drei sagen. Ich weiß nicht, ob... Ach, egal, komm schon. Ihr seid weit gereist, nur um zu sterben, Kylo. Du kannst mich mal. Los, Jungs. Die Show kann beginnen. Bitte keine bösen Punkte. Bitte keine bösen Punkte. Scheinbar nicht. Faltet sich! Und immer mitten rein ins Getümmel. Oh, ich habe nicht gespeichert, fällt mir dabei auf. Ich habe überhaupt nicht gespeichert, scheiße. Shitte! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, ich sollte auch mal heilen. Shitte, 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 shitte. Mist auf. Ja, wir haben es aber scheinbar auch nicht anders gewollt, wenn wir so blöd waren und nicht speichern. Wenn ich so blöd war und nicht gespeichert habe. Vollhorst. Ach komm, wir gönnen. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Oh oh, Bastila. Hm, dann halt so. Komm, du kriegst.
Ja? Wie war das? Ich weiß nicht, ob man die irgendwie wiederbeleben kann. Ich bezweifle. Komm schon. Boah, ist er jetzt wirklich tot? Also wir dachten ja vorher schon, der wäre tot. 2000 Credits! Also da wir ihn jetzt ausziehen, ja, das ist alles sehr, sehr provisorisch, wie ich das hier aufnehme. Meine anderen Let's Plays nehme ich ganz anders auf. Aber das Spiel lässt mir leider keine andere Wahl. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt eine Möglichkeit gefunden habe, es aufzunehmen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin noch viel dankbarer, wenn ich einen Weg zurückfinde. Kann ich jetzt... Ihr könnt mich doch mal echt... Das ist doch fies. Konnte ich nicht irgendwie, ja. Aber gucke mal. Levelaufstieg, juhu. Was nehmen wir denn? Komm, Charisma. Oder... wir machen mal Verfassung. Ich glaube, das ist mal eine gute Idee. Fähigkeiten. Dann nehmen wir überreden. Ich überrede gern Leute, wisst ihr doch. Ja! Dann nehmen, natürlich nehmen wir das hier. Ihr wisst es doch. So. Und ich glaube, sie, nee, ich glaube, er konnte auch. Oh, er ist auch voll gut. Wo wollte ich ihn eigentlich reparieren, glaube ich, ne? Das geht nicht. Dann lassen wir das mal. Dann sammeln wir noch ein bisschen an. Und hier nehmen wir, glaube ich, starke Explosion. Ja, das klingt gut. Komm schon. Oh, das ist echt, das ist so ein Rumgefrickel hier. Ich könnte jedes Mal brechen. Aber hey, was macht man nicht?